Wunderbar, dann grüße ich euch, da bin ich, USB, wunderbar. Ja, wir haben jetzt, wir sind hier noch am Vorbereiten, haben wir schöne Farbzeichen gemacht hier und trotzdem möchte ich einfach den Abendkontakt nicht vermissen und lade immer jeden Abend ein, auf Sendung zu gehen und die eigene Wahrheit auszusprechen. Den Impuls, was mir einfach auch seit lang einfach auch gekommen ist, ist einzuladen, dass es keine dass man sich nicht alternativ nennen sollte. Weil wir einfach auch Schöpfer sind und wir haben die Autorität und die Kraft, die Intelligenz zu bestimmen, was die Welt ist, weil wir mit der Natur verbunden sind. Das heißt, wenn wir oft jammern, dass wir manipuliert werden oder Monsanto oder die ganze Nahrungsmittelmanipulation, wo man ins Gotteswerk oder Naturwerk reinpfuschen möchte, nur um zu zeigen, dass man stärker ist. Das geschieht einfach nur, weil wir nicht unsere Schöpferkraft annehmen. Weil wir oft im Mentalen sind, weil wir oft einfach nicht spüren, dass die Macht, die echte Macht, eine Bewusstseinsentscheidung ist. Ich kriege immer mehr Leute mit, dass sie sich klein machen, die glauben nicht an sich, die trauen sich nicht, ihre Wahrheit auszusprechen, nicht mal vor einer Kamera. Und hallo Erik. Guten Abend. Ja, auch die neue Jugend nicht, traut sich nicht, dass die meisten Menschen ihre Macht abgegeben haben und passiv sind. Ist natürlich so, wir sind gewohnt, es ist so, nehmen wir die Realität an, aber jetzt ist meine Einladung, dass wir das jede Sekunde das einfach auch verändern können. Ja, du bist hier, ich bin hier, wir sind Schöpfer und wenn wir anwesend sind, dann ist nichts manipulierbar. Ja, es gibt keine alternative Landwirtschaft. Alternative Landwirtschaft bedeutet für mich, die Anerkennung, das Wort alternativ, die Anerkennung, dass die Landwirtschaft, die betrieben wird, die Landwirtschaft ist. Und wir machen dagegen. Und auf diesen Wortschatz möchte ich einfach auch darauf hinweisen, hallo ihr da um mich herum, möchte ich darauf hinweisen, dass wir das einfach auch ändern. Wir sind nicht die Alternativen, sondern wir sind die, die, weil wir so versammelt sind, die, die bestimmen, was und wie die Welt geht. Weil wir meditieren, weil wir wahrnehmen, weil wir uns bewusst sind und weil wir Erfahrung gemacht haben, wie es auch anders sein kann. Ja, alternative Landwirtschaft
Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich zu meiner Schwester fahre, das Gemüse da schmeckt sowas von fantastisch, dass ich sogar da auch auf Fisch verzichtet habe. Wo ich nach Belgrad gefahren bin, habe ich auch gesehen, wow, da ist eine unberührte, normale Landwirtschaft und das Essen schmeckte in manchen Restaurants fantastisch. Also, warum wollen die Menschen, warum geschieht diese Manipulation? Warum gibt es Monsanto? Warum gibt es Genmanipulation? Einfach weil du nicht deine Schöpferkraft lebst. Jeder, der sich zurücknimmt und nicht voller Schöpfer ist, ist verantwortlich für den Missbrauch, den wir bestellen, wenn wir nicht bei uns zu Hause sind. Die Menschen wollen zum Beispiel es billiger haben. Ein Bauer arbeitet, produziert und die Menschen wollen es billiger haben. Wo kostet das am wenigsten? Also, die Kunden bestimmen den Markt. Die Kunden bestimmen den Markt und die Kunden entscheiden, dass sie es billiger haben wollen. Und auch wenn es nach nichts schmeckt, auch wenn es irgendwo genmanipuliert ist und auch wenn. Die Bioläden sind für mich keine Sicherheit, keine Garantie. Ich freue mich, dass es die gibt, aber die Bioläden garantieren mir nichts. Für mich muss es gut schmecken. Punkt Nummer 2. Das Essen schmeckt nicht mehr und die Leute merken es nicht. Oder die merken es, wenn es irgendwo plötzlich ein selbstgebautes Gemüse einfach wow, ein Wow-Gefühl habe. Das heißt, die orientieren sich nicht mehr danach, das Essen schmeckt nicht, die Leute essen alles, so wie in den Medien. Die fressen alles. Wenn es gesagt, wenn das Hauptsache irgendjemand futtert und möglich kostenlos, ich brauche nichts zu zahlen, dann wird alles geschluckt. Also, den Geschmack, die Lust zu genießen, die Lust zu schmecken, zu sagen, das schmeckt mir nicht, wow, das ist gut, das haben wir auch vergessen. Und oft, wenn man eine alternative Landwirtschaft macht, ich kriege das oft mit, dass man das gar nicht kann. So, um Bauer zu sein, ist nicht so einfach. Man muss wahrnehmen können, das Wetter, das Wasser, die Pflanzen, die Erde. Man kann sich nicht Bauer improvisieren, aber es ist okay, das zu machen. Und das heißt, musste man richtig zu diesem Bauer gehen und bitten, ob sie ihr Wissen und Können weitergeben können und wollen. Das heißt, es ist oft einfach auch mental, dass man sagt, oh, ich möchte jetzt gesund essen. Und das ist nur eine mentale Entscheidung oder manchmal auch ein Fanatismus, anstatt dass man wertschätzen für die Natur das macht, viele machen das schon, das ist klar, wertschätzen für den Bauer, wertschätzen für den eigenen Körper. Und so all diese Mechanismen führen dazu, dass die meisten die Energie in der Welt für billig, Missbrauch, Hauptsache Massenproduktion
nach nichts schmecken und so weiter. Und das ist der Grund, warum die Landwirtschaft sich auf diese Massenproduktionen gestellt hat, weil es die Leute billiger haben wollten. Weil die Leute den Bauer im Umfeld nicht akzeptiert haben. Und so hat sich einfach auch durchgesetzt, dass die wertvolle Produkte, regionale Produkte ersetzt worden sind durch immenses Rumkarren, europaweit zum Beispiel, Lastwagen voll. Und Hauptsache ist irgendwo in Europa irgendetwas billiger produziert worden von jemand anderem, egal wie es schmeckt. Und somit natürlich ist die regionale Landwirtschaft nicht wertgeschätzt. Die großen Gelder bekommen nicht wer regional verkauft, sondern wer viel produziert. Also, es gibt keine alternative Landwirtschaft, es gibt nur eine Landwirtschaft und das ist die, was die Natur auch bestimmt, des Überflusses, der Wertschätzung und des Gleichgewichts. Ich bin ganz allein hier am Sprechen, gut, dass es Erik und Nijal schreiben. Und eben, wie gesagt, meine Absicht ist nicht zu unterhalten mit diesen Themen, sondern immer Beispiele zu machen, dass wir die Freiheit haben, im Medienzeitalter dies auszusprechen. Und dies einfach auch zu gestalten. Nijal, du bist ruhig. Ja, jetzt vielleicht eine Frage. Ist nicht wirklich jeder darauf eingestellt, billig einzukaufen? Das ist meine Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, kannst du überhaupt kochen? Gut kochen? Und Frage Nummer 3, weißt du, was es bedeutet, wenn es schmeckt? Wenn es gut schmeckt? Kennst du den Unterschied zwischen guten Gerichten und schlechten Gerichten? Ich habe oft erlebt, besonders in Deutschland, dass sie alle Gewürze zusammen machen. Gewürze sind homöopathische Mittel. Und da darf man nicht drum spaßen. Irgendein Essen, plötzlich kommt Thymian oder irgendwelche Gewürze, die da überhaupt nicht passen. So, den Geschmack, den Feingeschmack, den Körper fühlen und schauen, welche Zusammenstellungen richtig passen, was sich im Jahrtausend im Mittelmeerraum und in Deutschland oder in Gallien, Frankreich oder andere Länder sich auch im Jahrtausend entwickelt hat. Welche Gewürz passt zu Rotkohl, zu Sauerkraut, zu wie schmeckt das gut? Ne? Manchmal denke ich, Mensch, ich wurde wieder, um den Sauerkraut machen zu können, was gesund ist im Winter, Rotkohl, Grünkohl, was, wenn kalt ist, absolut der Körper braucht. Weiß ich, wie man es macht? Ich wäre sehr neugierig und ich würde unbedingt meine Oma
oder Opa oder irgendjemand ganz genau fragen oder mehrere Leute fragen in mehrere Städte, wie genau das Rezept ist, und wäre sehr neugierig zu erfahren und das genauso nachzumachen, wie es sich im Jahrtausend entwickelt hat, und das natürlich nicht zu ändern. Nijal. Aber es stimmt, und das Ding, was wichtig ist, was du ansprichst. Dankeschön. Erik? Ja, leider sind wir wohl fast alle so eingestellt, günstig einzukaufen. Ja, danke. Deswegen, wir hatten jetzt hier am Mittwoch, jeden Mittwoch im Weltenwandel, machen wir ein bisschen Talente erforschen, entdecken. Und zum ersten Mal haben wir das Bild gesehen, habe ich das Bild gesehen, von einem goldenen Kessel. Wir sitzen im Kreis und jeder macht etwas rein. Also jeder bringt seine Produkte, schmeißt er in den goldenen Kessel oder seine Talente und freut sich, das geben zu können. Und aus diesem goldenen Topf bekommt jeder 100-mal mehr, als er reingetan hat. Weil wenn jeder in der Gruppe reintut, dann fließt so viel über und multipliziert sich, so wie bei Jesus die Multiplizierung der Brote, oder wie heißt das, ja, das aus einem Brot, um alle satt zu machen, mit einem Wunder, einem Bewusstseinssprung, plötzlich konnten alle satt werden. Ich esse sehr einfach, was ich esse, ist mir egal, weil ich weiß, auf der 11. zur Lichtnahrung nur irgendetwas zum Stopfen brauche. Danke, Nijal. Eben, und das beobachte ich einfach auch oft. Okay, manchmal, wenn ich unterwegs bin, es ist egal. Ne? Aber ansonsten, solange ich nicht darauf verzichten kann, ist Wertschätzung für den Körper, ganz genau sich das zu holen und das so vorzubereiten, mit genau dieser Gewürz das reinzumachen, als Wertschätzung, so dass ich die Mineralien, die Vitamine, die Kraft esse, die mir genau gut tut. Und dieser Schmeckfaktor, mein, auch wenn ich Lichtnahrung nehmen würde, oh, welches Licht nehme ich? Ah, oh, diese lila Licht da ist wunderschön. Ich nehme diese Lichtnahrung zu mir. Oh, da ist, also es wird sich schon in der Lichtnahrung auch etwas entwickeln, wo wir, so wie ein Kind, was willst du gerne essen? Und und eben dieses Geschmackfaktor, dieser Lustfaktor ist für mich sehr, sehr, sehr einfach auch wichtig. Und lade dazu ein, wieder Kontakt aufzunehmen, weil der Körper weiß natürlich ganz genau, die Lust zu folgen, ganz genau zu achten, den Körper zu fragen, worauf hättest du Lust, wie sollte es genau sein, heute was Soßiges oder mit diesem Produkt oder oh, heute ist roh, möchte ich was Rohes essen. Und ja, das ganz genau zu folgen, was von innen kommt, Lustprinzip. Und deshalb Bio nehme, aber die Vielfalt ist manchmal bei Freunden da, wenn es fleischlos ist. Mhm. Aber eben, das, ich tue das auch nicht oder selten, aber einfach zu sagen, so heute tue ich was Gutes für meinen Körper, ich nehme mir ein paar Stunden Zeit, gehe in die Stadt und suche nicht, Bio ist für mich irgendwie
alles, ist keine Garantie. Manchmal in einem bestimmten Laden gibt es genau die Sachen, die ich möchte. Bio ist für mich, was genetisch intakt ist. Und manchmal finde ich das in den Bioläden und manchmal finde ich das auch woanders. Besonders sind diese Asiamärkte oder türkische oder südländische Märkte. Da ist natürlich, die Leute haben sehr, sehr aufgepasst, dass sie nicht, ja, dass deren Essen nicht verdorben wird oder Frankreich und so. Ja, und deswegen die alternative Landwirtschaft, es gibt keine alternative Landwirtschaft, bedeutet, dass wir wieder in Bezug auf Nahrung das Lustprinzip folgen, fühlen, uns wieder verbinden. Oh, worauf hätte ich heute Hunger? Ganz genau zu fragen, nicht irgendetwas. Mache ich auch manchmal oft irgendetwas, aber ganz genau den Körper zu fragen. Und wieder kochen zu lernen. Freiheit. Weil auch die Art, wie etwas zubereitet wird, ist wichtig. Und ich lasse manchmal, wenn ich Hunger habe, dann muss ich einfach auch selber kochen. Ja, das ist mein Beitrag heute. Habe gerade an Melanie gedacht jetzt. Hi Melanie. Ja, bei mir ist es so, abends, nachts bekomme ich richtig Hunger. Und da muss ich, also wenn Sabine sagt, oh, da ist noch sowas da, sage ich, nein, ich will ganz genau essen, was mir jetzt schmeckt. Ja, das ist mein Beitrag. Es gibt keine alternative Landwirtschaft, sondern erobern wir wieder die Lust, die Essenskultur, die Geschmackskultur. Wie gesagt, bei uns, jetzt ist es wieder doch möglich in Frankreich, bei Asterix wäre nie möglich, dass irgendjemand eine geschmacklose, wiederkaute, bestrahlte Essen und Gemüse. So, dieses Folgen, Wertschätzung für den Körper und Folgen der Impulse, der Lust, des Genusses, das ist für mich Nummer eins. Und das liegt über Biostempel, Ideen, Vorstellungen, denn für mich Bio ist auch die Gier, die Lust. Bio ist einfach die Aktivierung, diese innere Säfte, die dir die Information geben, heute möchte ich, habe ich Lust darauf oder darauf, und das muss genauso vorbereitet werden. Ja, ich weiß, Melanie will immer kurz schauen. Also schön, dass du kurz schaust, wie du möchtest. Wir werden
Also dieser Umzug dauert, Melanie, sehr lang. Wir richten, wie gesagt, hier alles neu, die ganze Elektro, die ganze Anlagen, Wasser, die ganze Computer. Wir haben über 15.000 Aufzeichnungen, alles muss, will gespeichert werden. Jetzt DVD-Produktion und wir gucken, dass wir eine, die wirtschaftliche Basis sich klärt, stabilisiert, damit wir ja, mit neuer Kraft hier wirken können. Seminarprogramm wird gemacht und Meditationsprogramm, bald können wir auch von zu Hause aus meditieren. Erik, als Student ist das leider nicht so einfach mit dem nicht günstig einkaufen. Ja, ich weiß, das ist für uns alle. Wir möchten nicht, wir sind alle oft einfach ein bisschen knapp. Aber es ist genau das Gleiche, Erik. Ich nehme lieber, weil ich sparen muss, 3 hässliche Frauen, es gibt keine hässliche Frauen, als die Frau, die ich möchte. Ja. So, ich nehme mir 3 Brötchen anstatt 1 Brötchen, der richtig mich ernährt. Es kommt wirklich auf das Nahrungsfaktor, wie die DNA dieser Nahrung gemacht ist. Brot ist oft, schmeckt nichts mehr. Man isst, ne? Und schmeckt nicht. Und, aber ich glaube nicht, dass es ein Geldfaktor ist, weil ich habe gesehen in Süditalien, wo ich jetzt war, die echten Produkte kosten echt wenig. Nimm mal einfach auch Kohl, Weißkohl, Spitzkohl. Das kostet nichts. Man kann eine Woche von einem Kohl davor essen. Und ja, und ich glaube, dass es eine innere Entscheidung ist und dass man einfach für diesen Kohl, wenn man den Wert schätzt, dass man den vielleicht anstatt 80, 1 Euro 3 Euro dafür gibt, dafür gibt diesen Kohl ein höheres Nährwert und man genießt es. Also irgend sowas. Die Couch, die berühmte grüne Couch. Ich zeige euch ein bisschen, ich habe angefangen Bilder zu malen, was ich gemacht habe. Also Haus. Das ist das erste Bild, habe ich gestern Abend gemacht. Das ist das zweite Bild. Also die anderen Bilder sind draußen. Ja, ich komme gerne zu euch und richte euer Zuhause. Also diese Bilder ermächtigen den Raum.
Ja, wir haben es geschafft, die Couch wieder hierher zu bringen. Bei Möhren sind die Unterschiede sehr stark und ich habe mich entschieden, nur noch gute Möhren zu essen. Dann lieber zwei gute als vier, die nicht schmecken und die auch nicht nähren. Weil diese Gier auch beim Essen ist einfach auch entstanden, wenn wir falsche Nahrung nehmen, glaube ich. Erik, du hast schon recht, ich versuche auch immer nicht das Allerbilligste zu nehmen. Ja, hier in den Nebenräumen wird noch viel rumgebastelt. Bitte schön. Okay. Also sollen wir fahren? Bitte? Sollen wir fahren? Nee. Hier. Sonst muss ich arbeiten. Sonst muss ich aufstehen. Ah. Sind wir online? Ja. Okay, ich grüße es alle im Chat. Es geht um billig essen. Kaufst du billig ein? Oder? Wo ich billig einkaufe? Ich kaufe das an, wo mein Gefühl ist. Und schmeckt dir das? Oh. Ja. Und fühlst du das, was dir schmeckt? Fühlst du das noch? Ja, klar. Hä? Natürlich habe ich das noch. Also, es gibt sogar Tage, da schmeiße ich das gekaufte Brot weg. Echt? Weil es leer und was leer ist. Und hast du schon mal beim Essen sowas wie Trinkgeld gegeben? Immer. Echt? Aha. Also beim Essen gehen jetzt, ne? Ja. Ja, klar, immer. Ja, das Thema ist einfach. Landwirtschaft, alternative Landwirtschaft gibt es nicht, aber wir sind verantwortlich für die ganze Manipulation in der Landwirtschaft, weil wir es billiger haben wollen und dabei verarschen wir uns selbst, weil wir oft nicht mehr kochen können und einfach nicht die Nahrung so zubereiten können, wie es für uns genau richtig ist. Mhm. Wir sind oft abhängig von dem, was die anderen machen und unsere Geschmacksnerven sind nicht mehr so entwickelt, dass wir genau wissen, was es ist. Ne? Und essen oft mehr südliche Sachen, obwohl hier das Gemüse ist einfach auch eine andere. Ne? Mhm. Ja, ne? Das ist toll, Erik. Ah. Ich versuche nicht da zu nehmen, Erik. Und zum Glück haben wir zu Hause ja einen Garten und meine Oma baute da auch immer Gemüse. Aha! Und da ist der Geschmack schon extrem unterschiedlich. Zu dem aus der Massenproduktion. Erik, hallo Peter. Ich grüße den Erik, hallöchen. Die Jal ist nicht dabei heute, ne? Eben zum Beispiel Kuchen. Ich mag keine Kuchen mehr. Aber weil Peter Kuchen mag, findet er natürlich. Oh, jetzt stockt ein bisschen. Oh. Der Peter hat Kuchen gebracht, wo ich richtig von der Ines gemacht und anderen, boah, habe ich gedacht, solche Kuchen würde ich auch, könnte ich auch im Blech essen. Mhm. Aber ich habe die letzten Jahre kaum Kuchen gegessen. Ne? Das heißt eben, diese Sachen zu suchen. Ich kaufe immer irgendwelche Kekse und mir ist es dann nicht wert zu sagen, Mensch, jetzt rufe ich Ihnen es an oder ich rufe dich an, wo gibt es guter Kuchen? Das mache ich nicht. Ne? Mhm. Und diese ganzen Sachen sind für mich einfach sehr wichtig. Ne? Ja, ich habe jahrelang einen Bio-Bäcker gehabt, wo ich die Autos gemacht habe und dann, wo ich Kuchen und Brot gekauft habe, war es mir wert. Also. Ja, wie gesagt, ich habe ein Problem mit Bio und spirituell. Bei uns im Dorf in Italien gibt es kein Bio.
Ja, der Biobäcker ist der, der das Korn mahlt, bevor es backt. Die anderen haben Auszugsmehle, das ist dann schon ganz tot. Ne? Also da gibt es schon einen Unterschied. Ja, aber wie gesagt, bei uns gibt es was anderes, wird ja gar nicht gekauft. Ja gut, das ist jetzt hier etwas anders. Ja, ist richtig, ja. Das ist etwas anders hier. Nee, was ich meine ist, wenn jemand einfach nicht in die Mafia-Organisation Bio reinkommt oder den Stempel hat, so wie die Oma von Erik, ne? Also das ärgert mich. Ich hasse jede Form von, ich gucke mir das Gemüse an, ich rede mit dem, willst du zu mir reinkommen, bist du echt oder bist du missbraucht worden, wie geht's dir und so. Und dann, wenn mir der Bauer gefällt, so wie in Wittenberg haben wir eine Freundin gehabt, wo wir immer eingekauft haben, die hat einen Riesengarten gehabt. Das hat wirklich alles wow geschmeckt. Wir haben richtig alle 10 Tage da eingekauft und das war's. Ne? Jo. Wir sind auch hier, um die Dinge, die es auf der Erde gibt, zu genießen und sie auszukosten. Jeder so, wie es mag. Eben, und dieser Austausch finde ich einfach auch, die Erde essen, die Produkte der Erde essen, das ist es. Ne? Richtig. Das Natürliche. Ich habe auch einmal gehört, wenn ich dich unterbrechen darf, dass da, wo wir wohnen, wächst genau das, was wir brauchen. Wir müssen nicht das kaufen, was tausende Kilometer hergebracht worden ist. Sowieso. Ja, das ist dieser Punkt. Wenn viel Löwenzahn wächst, dann sollten wir Löwenzahn essen. Weil das, genau das dem Körper fehlt. Ja. Nijal, sorry, es stockt zum... Ja, ich sehe das manchmal, dass es stockt. Ist meistens am Stück und der große Aussetzer, der wegschluckt, ist selten. Auch wir werden aufgegessen. Auf diesem Wege? Ich habe hier eine 16.000er Leitung und das ist an der Grenze. Aber ich möchte immer in gute Qualität senden, weil die Wiederholung dann setzt nicht aus. Ne? Ja? Auf diesem Wege mal eine Wertschätzung an den Nijal, weil der hat letztens sehr schön die Sendung verfolgt und ich habe das vergessen. Also Dankeschön für deine Information, Nijal. Danke. Hatte ich vergessen. Melanie, ich kaufe mehr Bio als noch vor ein paar Wochen, aus dem Grund, weil mir einfach nichts mehr geschmeckt hat. Jetzt schmeckt mir mein Essen wieder, ob nun Bio oder nicht. Unbehandelt sollte es sein. Ja, eben, was ich manchmal sagen will, es gibt Bauernorganisationen. Also in Bayern gab es den Bauernmarkt, ne? Und der war richtig toll. Ne? Und Direktvermarkter waren das dann? Ja, Direktvermarkter. Mhm. Und dass man eben auch da mal schaut. Ne? Mhm. Oder der Kontakt überhaupt mit dem Bauernhof. Ich denke, im Bauernhof gehen, die haben dann Wein, die haben die Produkte, das, was sie einfach auch gemacht haben, solche Fabriken zu unterstützen. Ja, ist richtig, genau. Ja, magst du, wann sollen wir fahren? 45. Wenn du kannst, wenn das zu Ende ist. Oder? Magst du vielleicht unser Körper ist Nahrung, ne? Wir sind Nahrung. Magst du vielleicht eine kleine Medi darüber machen? Ja, ich gucke inzwischen kurz rüber, ist okay? Ich guck mal, was mir ja, kommt. Was kommt. Ja. Ja, der Jeet überrascht mich immer ein wenig. Ich komme gerade von den zu installierenden Wasserhähnen der Küche. Dass auch Jeet TV warmes Wasser in der Küche hat. Und im Bad. Und im Bad, ja.
Okay, und dann werde ich mich von diesem Feld jetzt in das nächste Feld begeben. Jeet hat angeregt, eine Meditation über die, der Körper ist die Nahrung. Ja, er spiegelt genau das wider, was wir an Nahrung zu uns nehmen. Und hat auch genau diese Form von Gesundheit, welche gesunde Nahrung wir zu uns nehmen. Und es ist nicht nur die Nahrung von Brot und Butter, sondern auch die geistige Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und somit spiegelt sich das auch wieder. Und dann lade ich euch jetzt ein, eine kleine Meditation mit mir zu beginnen. Mit dem Thema, was sagt mir mein Körper zu der Nahrung von physischer Art und geistiger Art? Was macht das mit mir? Ich bitte euch, in eine entspannte Haltung zu gehen und mal innerlich wahrzunehmen, welche Art der Nahrung da in uns ist. Schließt die Augen und fühlt in euch hinein, welche Art Nahrung da in euch ist. Und ob da etwas ist, was ihr gerne ändern wollt. Schaut in euren Körper. Geht bewusst durch euren Atem in die einzelnen Organe. Und jedes Organ wird euch etwas sagen. Schaut vielleicht zuerst in die Leber. Was sagt euch die Leber? Was fühlt ihr in der Leber? Welch geistiger Konsum hat sich dort angesammelt? Und schaut, was braucht die Leber?
dann schaut euch eure Galle an. Wie harmonisch es gerade in der Galle ist. Welch geistige Nahrung dort ist. Und welche physische Nahrung dort ist. Was will euch die Galle sagen? Geht dann mit eurer Aufmerksamkeit in die Nieren. Und schaut, was haben euch die Nieren, eure Nieren zu sagen. Was könnt ihr tun für euer Wohlbefinden? Dann lasst eure Aufmerksamkeit in die Lunge wandern Geht bewusst in das Ein- und Ausatmen und nehmt dieses Geben und Nehmen bewusst wahr. Und schaut, welche Informationen ihr von eurer Lunge bekommt. Geht dann mit eurer Aufmerksamkeit in den Magen schaut, ist er im Gleichgewicht oder gibt es da vielleicht eine Überreizung? Wann reagiert euer Magen? Schaut, was braucht er?
Überlastet ihr ihn? Stresst ihr ihn? Wie fühlt sich das an, was da ist? Fragt euren Magen, was er gerne möchte. Dann mit eurer Aufmerksamkeit in den Darm. Gibt es da eine Harmonie oder gibt es dort eine Trägheit? Schaut, was bei euch dort ist. Und schaut, was fehlt dem gerade, dem Darm? Gibt es da Dinge, die der Darm nicht loslassen kann? Sind diese Dinge geistiger Natur oder sind diese Dinge physischer Natur? Gibt es dort Reizungen oder ist es in Harmonie? Welche Informationen könnt ihr bekommen von eurem Darm? Was braucht er gerade? Dann geht mit eurer Aufmerksamkeit zur Bauchspeicheldrüse, ein ganz wichtiges Organ. Ist es in Harmonie oder gibt es da was, was nicht in Harmonie ist? Wirkt sich dort eure geistige Nahrung aus oder eure physische Nahrung?
Und geht dann mit eurer Aufmerksamkeit zu eurem Herz. Schlägt es voll Freude oder schlägt es ängstlich? Ist es mit seiner vollen Kraft dort? Oder gibt es da etwas, was die Kraft behindert? Geht von eurem Herz Herzlichkeit aus oder etwas anderes? Vielleicht gibt es eine Information von eurem Herz. Das heißt, im Herzen wohnt die Seele. Fragt eure Seele, was gibt es da, was das Herz euch sagen will? Und ist es die geistige Nahrung, die das Herz aus dem Takt bringt, oder ist es eure physische Nahrung, was euer Herz aus dem Takt bringt, wenn es nicht im Takt ist? Könnt ihr euer Herz verschenken oder haltet ihr es fest? Ich lade euch ein, euer Herz wieder mit Freude zu füllen. Und wenn ihr diese Freude jetzt wahrnehmt, dann nehmt diese Freude und schickt sie durch euren ganzen Körper, über die ganzen Adersysteme und Blutbahnen. Füllt euren Körper mit dieser Freude auf. Und hiermit möchte ich schließen. Danke, dass ich das tun durfte. Dankeschön, Peter. Es ist eine geniale Idee, durch die Organe zu gehen. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Das könnten wir auch als Serie machen, damit die Organe auch versorgt werden. Vielen Dank. Und jetzt aus den Azoren die wunderbare Angelika Arnold, die mit Delfinen schwimmt und Beratungen anbietet, ist einer der Menschen, die den Mut gehabt hat, ich gehe dahin, wo ich gerufen werde, egal was ich durchmache, egal was es bedeutet, ich folge meinem Ruf. Und das sind die Menschen, die die Erde braucht. Und ich bedanke mich, wir bedanken uns. Und Angelika, wenn du magst, kannst du umschalten. Weil ich musste zum anderen Computer gehen. Ich überprüfe es vom anderen Computer. Ich bedanke mich auch für alle Zuschauer, dass ihr meinen Vortrag gelauscht habt.
Ciao, Erik. So, dann.